Hi und herzlich willkommen hier zu meinem kleinen Format Hunger. Heute machen wir ein leckeres Ziegenkäse-Mousse mit Essigzwetschgen und getrockneten Apfelscheiben. Und alles, was du brauchst, findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Fürs Ziegenkäse-Mousse geschlagene Sahne unter den Ziegenkäse ziehen, mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen und das Ganze gut abschmecken. Für die Essigzwetschgen Zwetschgen in Stein mit Essig in die Pfanne geben, erhitzen, ein bisschen verkochen und dann mit getrockneten Apfelscheiben dekorieren. Ich hoffe, dir hat meine kleine Folge Hunger gefallen. Drück sehr gerne einen Daumen nach oben, abonnieren würde mich auch sehr freuen. Und nun bis zur nächsten Woche. Tschüss!